Ja, schön, dass ihr immer noch da seid. Ja, wir haben gestern das Ganze hier noch mit dem Brandtokorux gestrichen. Die Rathausschalen und sowas. So sieht das Ganze jetzt aus. Na, ja, haben wir halt gepinselt. Haben das alles hier von unten auch mit schön übergepinselt, dass das Ganze nochmal zusätzlich geschützt ist. Ja, ich will jetzt das ganze Auto abdecken, abkleben und dann werden wir das Ganze zusätzlich jetzt nochmal mit Unterbodenschutz konservieren, in der Hoffnung, dass wir es dann ja dauerhaft gestoppt haben, dass der Rost dann nicht wieder durchkommt. Das war der Unterbodenschutz. Hab ich auch anscheinend irgendwas an der Nase. Egal, machen wir gleich sauber. So sieht das Ganze jetzt aus in einem freundlichen Schwarz. Ne? Alles schön schwarz glänzen. Nicht wundern, dass ich hier ausgelassen habe. Da kommt die Achse ran. Da dürfen wir nichts hinmachen. Genauso wie da. Ja, jetzt müssen wir noch eben hier ein bisschen Stellen abkratzen. Das war jetzt ein bisschen schlau von mir, dass ich die Handschuhe ausgezogen habe. Ich hole mal eben schnell eine Zange. Weil da, wo die Achse angeschraubt wird, sollte logischerweise kein Unterbodenschutz drunter sein. Ne? Weil sonst ist das ja alles ein bisschen doof. Und das hatte ich hier zum Beispiel abgeklebt. Da guckt noch so ein bisschen grün raus. So, und jetzt nehmen wir das hier nämlich weg. So.
Hier nämlich auch. Zack. Noch mehr Schmotter an den Finger. So. Ja, das werde ich jetzt mal eben noch tun, den Rest wegmachen, weil logischerweise in den Radhausschalen oben, wo die Stoßdämpfer hinkommen, da sieht man jetzt nicht das freundliche Schwarz auf Schwarz. Habe ich es auch abgeklebt. Ja, und dann müssen wir es erstmal trocknen lassen. Ja, viele von euch wollen ja auch immer wissen, was ich denn da so nehme. Ich habe hier jetzt zum Beispiel von Dinitrol unter Bodenschutz genommen, in Schwarz. Heißt denn 4941. Hab dazu eine ganz normale, herkömmliche Unterbodenschutzpistole genommen. Und jetzt muss ich lügen, was waren das? Lass mich gucken. Ungefähr 4,5 Bar Druck habe ich mitgespritzt. So. Ich mag das immer nicht so, wenn das denn mit so viel Druck ist, denn haut ihr das überall außen rum. Warum ich jetzt alles mit Folie abgeklebt habe, das seht ihr zum Beispiel hier. Das ist all das, was sonst durch die Gegend fliegt und was dann eventuell auf dem Lack landet. So, reinigen kannst du die Pistole nachher ganz einfach mit Bremsenreiniger oder mit Universalverdünnung oder Nitroverdünnung. Nee, Universal habe ich hier genommen fürs Grobe. Und hinterher dann halt ein bisschen Bremsenreiniger. Ja, das Ganze muss jetzt trocknen. Und dann denke ich mal, wird es morgen damit weitergehen. Und ja, dann bauen wir die Achse wieder unter. Achso, die Dinge wollt ihr bestimmt noch mal eben sehen. Moment, wir nehmen das Licht mal eben mit. Die Radlagergehäuse hatte ich ja gestern mit Nadelentrosser entrostet und habe sie dann mit Fertan eingepinselt. So sieht das Ganze jetzt aus. Muss noch abgewaschen werden und Buchsen müssen wir noch neu machen. Ja, wunderschönen guten Morgen. Ist wieder mal ein Tag weiter. Unser Bodenschutz ist jetzt getrocknet. Da. Ja, immer noch alles schön schwarz. Hier habe ich die Stellen halt frei gemacht, wo die Achse rankommt und sowas. Das hatte ich ja abgeklebt. Ja, ich war gestern noch beim Friseur hier. Schön Frisur auf Kontostand. Nee, ja. Wir wollen heute Achse unterbauen. Ich habe die hier schon mal wieder hingelegt. Und das wird jetzt gleich losgehen, dass wir die da wieder unterschrauben. Neue Schrauben sind hier schon. Da, zwei Stück hier auch. Eine habe ich hier, eine da. Ja, dann wollen wir heute, wie gesagt, mit dem Zusammenbau wieder starten, damit wir André sein Auto mal wieder rollfähig kriegen. We'll be right back.
Ein weiterer Tag, wunderschönes Wetter. Wir haben schon wieder, lass mich gucken, 25 Grad morgens um 10. Ich habe angefangen zusammenzubauen. Ja, so sieht das Ganze jetzt mittlerweile aus. Wir haben das Radlagergehäuse wieder eingebaut hier. Haben neues Spritzblech gemacht. Selbstverständlich überall neue Schrauben. Ärgerliche ist halt, ihr müsst die Radlabe runter machen. Hier ist eine große Schraube drin, geht mega schwer, weil die mit Sicherungslack eingesetzt ist. Ja, neue Federn, alles neu hier, überall neue Schrauben drin, ist glaube ich selbstverständlich, wenn man das so macht. So, soweit sieht es jetzt aus. Im Moment ist das alles noch lose. Schrauben sind noch nicht angezogen, weil die Schrauben werden erst angezogen, wenn das Auto wieder auf den Rädern steht. Sprich im belasteten Zustand, sonst spannt ihr die Gummibuchsen vor und dann reißt ihr die kaputt auf Dauer. Ja, eine Seite fertig, andere Seite sieht noch ein bisschen nackter aus. Hier kann man es noch ein bisschen besser sehen. Hier habe ich Ratten aber auch noch nicht sauber gemacht und sowas. Da, ja, wie gesagt, neue Feder. Hier alles neue Schrauben drin. Hier muss ich gleich die Ratten aber noch runternehmen, damit wir das Blech dahinter raufkriegen. Ja, Bremsleitung, sitzen da. Alles neu, soweit, alles schick, alles schön. Liebe Leute, wie ihr gesehen habt, vorne haben wir noch eine neue Bremse mit drauf gemacht, damit die dann auch frisch ist. Die war auch nicht mehr so schick. Zusammengebaut ist alles soweit wieder. Achsvermessung habe ich schon einmal gemacht. Ich werde jetzt ein bisschen mit dem Auto fahren, damit sich das ganze Fahrwerk ein bisschen setzt. Werde dann noch eine zweite Achsvermessung machen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da und einen Daumen. Wenn es euch gefallen hat, wenn nicht, dann macht ihr einen Daumen nach unten. Das ist auch okay für mich. Dann weiß ich, was euch gefällt und was nicht. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.